Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und Happy New Year, frohes neues Jahr 2022. Ich bin zurück, sitze wieder vor der Kamera und das Jahr kann starten. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Inken und in diesem Video geht es um Produkte, die ich eigentlich niemals kaufen würde, aber jetzt für dieses Video doch mal gekauft habe. Und zwar ist es die Beauty Edition. Ich habe mir nämlich mal überlegt, wenn man so durch die Drogerie läuft, dann fallen man doch manchmal Sachen auf, die man ein bisschen komisch findet, wo man sagt, okay, das würde ich irgendwie niemals kaufen oder das habe ich noch nie gekauft. Und ganz nach dem Motto New Year, New Me, habe ich dann diese Sachen jetzt doch mal gekauft und ja, mal gucken, ob sie mich doch überzeugen können oder ob ich sie wirklich blöd finde. Ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht letztes Jahr, wo ich Produkte, Essensprodukte getestet habe, die ich ja eigentlich niemals kaufen würde. Und es kam bei euch auch ganz gut an. Ich werde es euch nochmal da oben verlinken, falls ihr es noch nicht kennt. Und wenn ihr davon Teil 2 wollt, schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare in Bezug auf Essen, welche Produkte ihr eigentlich niemals kaufen würdet oder die ihr total komisch findet. Denn vielleicht landen sie dann im Teil 2. Ja, dann würde ich sagen, geht's auch mal direkt los mit dem ersten Produkt. Ja, das erste Produkt, was ich jetzt mal ausnahmsweise gekauft habe zum ersten Mal in meinem Leben, sind solche künstlichen Fingernägel. Also man sieht es ja eigentlich überall auf Instagram, bei Freunden, sonst wo, dass Leute künstliche Fingernägel haben. Natürlich jetzt nicht diese, also ich denke mal nicht diese, die ich jetzt hier gekauft habe bei DM, aber viele gehen ja ins Nagelstudio und lassen sich eben künstliche Fingernägel drauf machen, so Gelnägel. Also ich finde meine Nägel eigentlich relativ in Ordnung. Deswegen hatte ich jetzt auch noch nie das Bedürfnis danach, einen künstlichen Nagel drauf zu machen. Gekostet haben die übrigens bei DM um die 8 Euro. Ja, da erwarte ich mir dann auch mal, dass die länger halten als einen Tag, würde ich sagen. Also man hat jetzt hier so einen Kleber und eben verschiedene Nägel. Ich glaube, hier sind sogar 24 Nägel drin. Gott, ich finde es so komisch. Und ich habe das halt einfach noch nie gemacht und ich habe keine Ahnung, wie viel Kleber man benutzen muss. Okay, dann klebe ich mal den ersten drauf. Oh mein Gott, ich glaube, es hält. Oh mein Gott, es sieht ehrlich gesagt ein bisschen echt aus. Aber es ist so komisch. Ich hoffe, die Dinger gehen wieder ab. Ich habe Angst. Ich habe jetzt alle Nägel dran, 10 Stück. Ich glaube, die halten auch recht gut. Also ich glaube, der Kleber ist recht stark. Ja, ich muss sagen, manchmal sieht es nicht so sauber aus, weil man unter dem hellen Rosa halt sieht, wo der Kleber sich verteilt hat. Und dann sind da so ein paar dunklere Stellen. Also es sieht jetzt so, wenn ich so jetzt mit dem Ergebnis in echt zufrieden sein müsste, wäre ich es auf jeden Fall nicht. Weil da müsste man nochmal drüber lackieren oder so, dass man diese dunklen Stellen nicht so sieht. Was mir außerdem noch ein paar Probleme bereitet hat, ist zum Beispiel das Tippen am Handy, etwas vom Boden aufzuheben, etwas vom Teller aufzuheben, etwas aus meinem Portemonnaie zu bekommen, eine Packung zu öffnen. Oder wenn ich schreibe, dann kann ich auch nur noch so machen. Also man ist schon komplett, also gut, sie sind jetzt halt auch sehr lang, aber man ist schon komplett eingeschränkt. Naja, aber daran müsste ich mich wohl gewöhnen, denn gleich zeige ich euch das zweite Produkt. Das nächste Produkt, was ich eigentlich niemals kaufen würde, sind diese Bleaching Stripes von Rapid White. Die habe ich auch bei DM gekauft, die haben 15 Euro ungefähr gekostet. Und da kann man dann eben zu Hause seine Zähne aufhellen und muss gar nicht zum Zahnarzt gehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass mir meine Zahnärztin mal gesagt hat, sowas soll man auf jeden Fall nicht machen, weil da eben auch Chemikalien drin sind und man sollte lieber zum Profi gehen, anstatt solche Produkte zu benutzen, da die eben auch den Zahnschmelz zum Beispiel angreifen können. Und so weiter. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, aber ich dachte, ich probiere es jetzt trotzdem aus, weil das ist wirklich was, was ich eigentlich nicht kaufen würde, eben aus diesen Gründen auch. Und weil ich auch andererseits nicht glaube, dass es wirklich funktioniert, weil hier steht zum Beispiel drauf, es hat einen Soforteffekt und zwar hat man 3 Stufen weißere Zähne. Also wenn man das einmal anwendet, davon gehe ich jetzt aus. Und nach 4 Tagen Anwendung hat man sogar 5 Stufen weißere Zähne. Da steht dann eben die Stufen, das bedeutet dann gemessen an der Bioform-Skala. Die Bioform-Skala habe ich jetzt nicht ganz genau gefunden, beziehungsweise habe ich jetzt einfach mal eine Tabelle gefunden, die kann ich euch auch mal einblenden, wo eben draufsteht, was es für Zahnfarben gibt. Und das geht dann von A1 bis D4 und das sind die verschiedenen Zahnfarben. Unter anderem ist dann eben auch noch Bleach dabei, also eine unnatürliche Zahnfarbe. Und ja, wenn das jetzt diese Stufen damit gemeint sind, ich weiß, ich müsste jetzt mal gucken,
welche Zahnfarbe ich ungefähr habe. Also ich glaube, meine Zähne sind schon ganz okay weiß, aber wahrscheinlich auch nicht das Weißeste, was geht. Ich werde auf jeden Fall gleich mal ein Vorher-Foto machen und dann nach der Anwendung von diesen Stripes, wo ich anscheinend einen Soforteffekt haben soll, der meine Zähne 3 Stufen weißer macht. Danach werde ich auch noch mal ein Foto machen, damit man das genau vergleichen kann. So in der Verpackung sind mehrere Sachen drin, halt mehrmals diese Streifen, die man sich draufkleben soll, dann noch einen Beschleuniger, den man vorher drauf machen soll und eine Zahnpasta, mit der man zum Schluss noch mal die Zähne putzen soll. So, das bin ich mit meinem neuen Lächeln. Ich blende euch mal die Fotos ein, vorher, nachher. Ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen lichtbedingt. Ich habe das jetzt eigentlich genau am gleichen Ort gemacht, das Foto. Aber ich finde, man sieht tatsächlich einen kleinen Unterschied auf dem zweiten Bild. Wenn man möchte, könnte man sich einbilden, dass es ein bisschen weißer geworden ist. Ich finde es immer so ein bisschen gruselig, sowas im Mund anzuwenden, weil man es dann ja auch runterschluckt und irgendwie weiß ich jetzt auch nicht so ganz, wie das jetzt hier funktioniert hat. Habe ich ein weißeres Lächeln? Ich weiß es nicht. Man kann das Ganze ja auch noch 4 Tage lang weiterführen. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Mir reicht jetzt einmal. Ich glaube echt, dass die so minimal vielleicht heller geworden sind. Aber wie gesagt, ich würde dann eigentlich eher zum Zahnarzt gehen und mich da mal erkundigen, was man machen kann, anstatt das jetzt auf eigene Faust so zu Hause zu machen. Als drittes und noch letztes Produkt habe ich das hier, und zwar künstliche Wimpern. Ich persönlich habe schon mal selbst eine Wimpernwelle gehabt und die Wimpern schwarz gefärbt. Also da werden die Wimpern wie bei einer Dauerwelle eigentlich gewellt, damit sie nach oben stehen und auch so bleiben. Und eben auch schwarz gefärbt, damit man keine Mascara mehr drauf machen muss. Und gerade auf Instagram sehe ich zum Beispiel oft, dass Leute auch diese Wimpern-Extensions haben, wo man extra Wimpern reinmacht, die dann auch wochenlang halten, bis man sie dann wieder nachfüllen muss. Oder eben auch viele Fake Lashes. Und ich persönlich habe noch nie künstliche Wimpern benutzt. Ich würde von mir aus denken, dass es wahrscheinlich an mir sehr unnatürlich aussieht. Und deswegen war ich bis jetzt eben immer so ein bisschen abgeneigt davon. Und deswegen werden wir heute mal diese Wimpern ausprobieren. Die sind von BH Cosmetics und die haben 5 Euro gekostet. Und da ist auch ein Kleber mit bei. Also heute wird viel geklebt. Aber mal gucken, wie das Ganze aussehen wird. Ich habe auf jeden Fall Angst, die drauf zu machen. Aber ich werde es wohl schaffen. Wie soll man das machen? Und voilà, so sehe ich jetzt aus. Ich bin ehrlich gesagt relativ stolz, dass ich das wirklich einigermaßen hinbekommen habe. Es war etwas tricky mit den Nägeln und weil der Wimpernkleber schwarz ist, ja, war es ein bisschen tricky, weil ich halt über dieses Schwarz hatte, wie ihr auch gesehen habt. Aber ja, so sehe ich jetzt aus. Zum ersten Mal mit solchen krassen Wimpern. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich müsste jetzt halt noch irgendwie einen richtigen Look dazu anhaben oder so. Weil jetzt so im Pulli und so random Haaren wirkt es dann noch ein bisschen zu schick. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Generell wollte ich noch mal so ein bisschen auf Social Media eingehen, wo ich jetzt ja auch die meisten meiner Inspirationen her habe. Also wie gesagt, ich sehe da viele hübsche Menschen, Influencer und so weiter, die schöne Nägel haben, Wimpern sich aufkleben und so weiter oder vielleicht sogar andere Schönheitsbehandlungen durchführen lassen. Und das ist natürlich auch etwas, was einem so tagtäglich vorgeführt wird, wo einem gezeigt wird, was vielleicht ein Schönheitsideal ist, was der perfekte Körper sein soll. Letztens war ich nämlich ziemlich schockiert, da habe ich gesehen, dass eine ziemlich große Influencerin einen Adventskalender hatte in der Dezemberzeit und da hat sie unter einem Türchen eine Schönheitsbehandlung verlost in einem Schönheitsstudio, wo man sich die Lippen aufspritzen lassen kann oder Botox spritzen lassen kann. Und das fand ich, ging mir dann so ein bisschen zu weit. Also klar, dass man den ganzen Tag mit schönen Bildern und dem perfekten Leben überhäuft wird, kennt man ja schon. Aber dass jetzt sogar schon Schönheitsbehandlungen verlost werden in einem Adventskalender, das fand ich irgendwie schon ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Worüber momentan ja auch viel geredet wird, sind zum Beispiel diese Gesichtsfilter, die man ja auch bei Social Media drauf machen kann und dann komplett geglättete Haut hat oder teilweise auch aufgespritzte Lippen und einfach ja perfekt aussehen soll. Dieser Filter heißt zum Beispiel Beauty Natural. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie der bei mir so aussieht. Okay, also very natural finde ich das jetzt ja ehrlich gesagt nicht. Meine Augen sind viel größer, Lippen sind größer. Findet ihr, dass es sehr natural aussieht? Und meine Zähne sind, glaube ich, auch weißer. Okay, wenn man jetzt zum Beispiel mal perfect eingibt, dann müsste ich ja das perfekte Gesicht bekommen. Und ja, tatsächlich, meine Haut ist sehr schön glatt. Sieht sehr gut aus. Könnte man ja echt sagen, ich sehe perfekt aus.
Super. Oh, meine Zähne, krass. So sieht also laut Instagram die perfekte Person aus. Also generell ist meine Message nochmal an euch. Ihr seid schön, so wie ihr seid. Und das Schönste an einem Menschen ist sowieso das Lachen und die Persönlichkeit. Und braucht man wirklich so viel Zeugs, was man auf sich drauf macht und draufklebt? Also nicht falsch verstehen. Ich persönlich schmink mich ja auch. Ich mache mich auch schön. Mir macht es auch Spaß. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sehr verunsichert sind, wie sie aussehen. Und ich finde, das muss absolut nicht sein. Und jeder Mensch ist irgendwie auf seine Weise schön. Und am schönsten finde ich Menschen einfach ohne diesen ganzen Schnickschnack und so, wie sie sind. Schreibt mir dazu auch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Gerade so das Schönheitsbild in Social Media. Seid ihr damit einverstanden oder ist es euch zu fake? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. So, das war's auch schon mit dem Video. Vielleicht nochmal so als kleines Fazit von den drei Sachen, die ich gekauft habe. Haben mich eigentlich nur mehr oder weniger die Wimpern überzeugt. Die finde ich wirklich ganz schön. Die anderen beiden Produkte sind für mich ja eher durchgefallen, beziehungsweise würde ich jetzt persönlich nicht nochmal kaufen, aber kann natürlich auch verstehen, wenn andere Leute von den Produkten überzeugt sind. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und vielleicht auch ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Denn dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder mit einem neuen Video. Bis dann!